Maschinen und Rettungsanzüge sind warm gefüttert, um im Wasser nicht auszukühlen. Und die Farben sind sehr leuchtend, damit ihr gesehen werdet. Und sie haben auch eine Pfeife. Die ist das Tollste daran. Ach, Sam, pünktlich wie immer. Oh, danke, Penny. So, ich werde stoppen, wie schnell das Umziehen geht. Und los! Ihr wart alle hervorragend. Gut, zieht die aus. Wir gehen zurück in die Wache und sehen, wie schnell ihr die Anzüge für Tierrettungseinsätze anziehen könnt. Brauchst du Hilfe, Elvis? Ich? Nein, ich komm klar. Geh du schon vor, ich werde gleich nachkommen. Also, wir werden uns jetzt alle richtig, richtig anstrengen. Egal, wie viele Pizzen Opa auch immer braucht, wir werden das schon hinkriegen. Sarah! Sarah, jetzt hör auf mit dem Spielen und fang endlich an, Pizza zu backen. Entschuldige, James. Ja, James. Es heißt ja Chef. Hallo, James. Ich will nur schnell bei dir nachfragen, ob auch alles klar geht mit diesen Pizzen. Es läuft alles bestens hier, Opa. Wir sind sicher pünktlich fertig. James, sie müssen erst noch gebacken werden. Und unser Backofen ist ziemlich klein. Ha! Da ist doch noch ein Ofen die Treppe rauf. Sarah, du bringst bitte ein paar Pizzen nach oben. Und zwar so schnell du kannst. Das war's. Es gehen unmöglich noch mehr Pizzen in diesen Backofen. Der Ofen ist jetzt bis zum Rand voll, James. Ich meine, Chef. Aber es sind noch so viele übrig hier. Es gibt noch einen Backofen bei uns zu Hause. Ausgezeichnet. Dann nimmst du den Rest und backst ihn bei euch, Hannah. Los, los, los! Zu Befehl, Chef. Ja, sehr gut, ja. Oh, Quentin. Offenbar trägst du da einen Seenotrettungsanzug, kann das sein? Oh ja, ich komm da nicht raus. Oh, rühr dich nicht von der Stelle, dafür habe ich genau das Richtige. Bei den Schutzanzügen für die Tierrettung sind die Farben viel ruhiger, damit die Tiere nicht verschreckt werden. Und sie bestehen aus einem Material, in dem man sich leicht bewegen kann. So, dann sehen wir mal, wie schnell ihr die anziehen könnt. Los, jetzt den Tierrettungsanzug anziehen. Oh nein! Situation. Die Küche ist sicher. Hauptfeuerwehrmann Steel hat wohl endlich aufgegeben, unsere Zuckeräpfel zu stehlen. Naja, er steht da hinten, Elvis. Oh. Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café. Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café. Die Kinder sind da drin gefangen. Elvis, hol du den Schlauch, ich hole unser Brecheisen. Feuerwehrmann Sam, Luftvorrat 100%. Bereit, Feuerwehrmann Elvis. Bereit, Sam. Luftvorrat 100%. Bleibt, wo ihr seid, Kinder.
Und jetzt einer nach dem anderen. Nehmt meine Hand und bleibt unten. So ist gut, Mandy. Komm zu mir. Wo sind Sarah und James? Ja! Oh. Alle Kinder sind in Sicherheit, Sir. Aber es sollten alle Abstand halten, bis wir das Feuer unter Kontrolle haben. Geht alle zurück! Das war jetzt doch kein friedlicher Abend. Entschuldige, Onkel Sam. Wir wollten unbedingt besser als der andere sein. Und haben bloß alle in Gefahr gebracht. Naja, Hauptsache ihr vergesst nicht, immer großen Abstand einzuhalten, wenn ihr Kerzen aufstellt. Und behaltet sie immer im Auge. Sie können leicht einen Brand verursachen. Ach ja, vielleicht hebt das hier ja die Stimmung. Zuckeräpfel! Ja! Ich will auch ein! Wann bin ich denn da dran? Danke! Oh, wir haben ja einen ganz fantastischen Blick auf das Spiel von hier oben. Wirklich? Hab ich ja noch gar nicht gemerkt. Schön. Endlich einen Tag ohne Kabeljau-Kaffee, um mal was anderes ausprobieren. Ich hätte gern die Frutti di Mare-Pizza. Ihr habt ja eine riesen Auswahl. Was würdest du denn empfehlen, Norman? Ich würde empfehlen, dass du dich ein bisschen beeilst. Ja, fliegende Funke! Gut gemacht, Schatz. Sie spielt fast so gut Fußball wie ich. Hierher. Hier, Sam. Ich stehe frei, Elvis. Stopp. So wird doch nicht gedribbelt. So geht das. Hier zu mir, Sir. Ich stehe frei, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ich hab das unter Kontrolle. Nein, kein Tor, Elvis. Passe gut auf, Norman, und du wirst Pizza backen wie eine Eins. Das kannst du mir glauben. Ich will keine Eins in Backen kriegen. Ich will das Spiel anschauen. Erst, da machen wir eine Kreise, richtig dünn gerollt, aus Bellissimo-Teig, wie diese. Und dann eine nicht zu knappe Klecks von meiner leckersten Tomatensauce. Oh! Dann eine großzügige Portion von dem einmalig köstlichen Mozzarella. Fertig! Dann kann ich ja wohl endlich zugucken, wie sie spielen. Ich hasse Pizza backen. Sehr gut. Da. Oh, Sam, hier bin ich! Ach, das sollte man nicht tun, nicht wahr, Mike? Nein, sollte man nicht, Elvis. Elfmeter für die Ponty-Pandy-Kickers. Dann mach dich mal gefasst auf den Elfmeter des Jahrhunderts. Stopp! Zuschauen und lernen, wie ein richtiger Profi das macht. So wird ein guter Elfmeter ausgeführt. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist ein Eigentor! Yeah. Tor! Tor? Vergiss mal diese Fußballnormen. Sei bitte vorsichtig mit sie. Bitte. Lady Sandpfote und Norman sind in den Fluss gestürzt. Lady Sandpfote und Norman sind in den Fluss gestürzt. Elvis, wir brauchen Saturn. Die beiden sind da vorne. Mein Norman treibt vor. Ja, ihr müsst das unterbrechen. Ja, ja. Und Trevor verputzt allein alle Würstchen.
Ganz ruhig. Wir finden sie. Und zwar mit Saturn. Los! Da ist er! Norman, halt dich da dran fest! Kommen, Elvis. Wir haben Norman, aber ich sehe keinen Hund. Saturn hat Lady Samtpfote gefunden und sie treibt auf hohe See hinaus. Das können wir nicht schaffen. Können wir, wenn wir diese Abkürzung da nehmen. Bereit machen, Penny. Kommen, Elvis. Lady Samtpfote ist gerettet, gesund und schlägt wie verrückt. Norman, weißt du, wenn mal ein Haustier in Gefahr ist, sollten die Besitzer die Rettung niemals selbst übernehmen, sondern immer gleich die Feuerwehr rufen. Und niemals am Wasser spielen, wenn kein Erwachsener aufpasst. Es tut mir sehr leid. Aber du kümmerst dich, das hast du auch gezeigt. Du bist vielleicht auch bereit für einen eigenen Hund. Niemals. Hunde sind nervig. Sollen sie was machen, machen sie was anderes. Und andauernd stecken sie in irgendwelchen Schwierigkeiten. Das klingt wie jemand, den wir kennen. Seht nur, Stalaktiten. Das sind Tropfsteine, die wachsen in Jahrtausenden von oben nach unten. Oh. Seid mal ganz leise. Hört ihr auch die unterirdischen Wasserströme? Oh, nicht eine einzige Fledermaus bis jetzt. Gut, ich will auch gar keine dieser großen Zauberfledermäuse in der Nähe haben. Die sind doch gar nicht gruselig und zaubern können die auch nicht. Doch, das können sie, Mandy, das weiß doch jeder. Wenn sie auf einen zugeflattert kommen, verwandelt man sich auch in eine Fledermaus. Jetzt sind wir doch wirklich ganz tief im Berg, oder, Moose? Nö, es gibt Gänge, die sind noch viel tiefer als dieser. Aber es ist sehr gefährlich, da reinzugehen. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder ans Tageslicht gehen und alle schön zusammenbleiben, ja? Klasse! Wir verschwinden hier, bevor ich noch angeflattert werde. Eine Dresine? Sowas habe ich ja seit Jahren nicht gesehen. Das ist ein richtiges Goldstück, nur eingerostet. Das kriegt der Schraubenexperte ganz sicher wieder hin. Darf ich vielleicht mal die Kurbelwelle etwas justieren? Eine Fledermaus! Oh, wie niedlich die ist! Ich kann gar nicht sehen! Keine Angst, James. Deine Augen sind nur nicht an das Licht gewöhnt nach der Dunkelheit. Das gibt sich ganz schnell wieder. Wenn ihr wieder was sehen könnt, sagt ihr mir, ob ich auch keine Fledermaus bin? Ich bin sicher, dass ich da unten angeflattert wurde. Das ist doch Unsinn, Norman Price. Nanu, es fehlt jemand. Ja, wo ist Mandy? Oh nein, bestimmt hat sie sie erwischt. Die Flatterfledermaus von Ponty Pandy. Dann ist sie noch da drin. Oh, da bist du ja. Und du hängst tatsächlich kopfüber von der Decke. Faszinierend. Norman hat keine Ahnung. Du hast Angst vor mir und ich keine vor dir. Oh, das muss einer dieser unterirdischen Flüsse sein. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Seid ihr auch hergekommen wegen meiner Werbung mit Schall Effekt? Nein, wegen Mandys Plakat. Ha! Wann sollten Sie wiederkommen, Sam? Es wird langsam Zeit. Vielleicht hat Penny schon Sichtkontakt. Siehst du was, Penny? Die Leute versammeln sich schon, um sie zu begrüßen. Bisher noch nicht, Sam. Hm, hoffentlich ist da nichts passiert. Gut gemacht. Ein Leuchtsignal. Das muss von Ben und Hannah sein. Da ist was passiert. Ein Leuchtsignal wurde abgefeuert vom Ponty Pandy Island.
Ein Leuchtsignal wurde abgefeuert vom Pontypendi-Eiland. Penny, du machst Neptun-Start klar. Elvis ist auch schon unterwegs. Übernehmt die Insel. Ich suche das Wasser ringsherum ab. Hannah! Ben! Wir sind inzwischen ganz schön weit abgetrieben. Ja, das ist diese starke Strömung. Oh nein, die suchen uns auf der Insel. Aber wir sind doch hier draußen. Siehst du sie? Leider nicht, Penny. Sam, auf der Insel sind sie nicht. Sie können nicht weit weg sein. Bleibt ihr in der Gegend. Ich suche nördlich. Hey! Wir sind hier! Meinst du, wir werden hier vielleicht nie wieder wegkommen? Ach, Quatsch. Nicht, wenn Sam und die anderen am Start sind. Die werden uns schon finden. Siehst du? Da sind Ben und Hannah. Ihr könnt herkommen. Ganz großartig, James. Das war eindeutig froschtastisch, mein Lieber. Das ist so ungerecht. Wieso ist denn James jetzt schon wieder der Superfrosch-Star? Natürlich, weil James alles über Frösche gelesen hat und weiß, wie sie sich bewegen. Und er hat schon seit Ewigkeiten das Tanzen mit diesen Flossen geübt. Das ist richtig schwer. Ha, das könnte ich noch viel besser als James. Pass auf. Das darf nicht wahr sein. Norman, sei einfach ein normales Fröschchen wie wir. Aber ich will der große Star sein in dieser Show, damit die Leute mir applaudieren. Mir! Es kann losgehen, Leute! Also dann, die erste Übung heute, das Feuer mit Schläuchen löschen. Habe verstanden, Sir. Quislington! Entschuldigung, Sir. Vielleicht hilfst du besser, Tom, die zweite Übung durchzuführen, Elvis. Er fliegt per Hubschrauber los und holt mit dem großen Sack Seewasser, das er dann über dem Feuer ablässt. Oh, das ist eine Idee, Sam. So flieg ich endlich auch mal im Hubschrauber. Ja, und du bist auch etwas weiter weg von Hauptfeuerwehrmann-Stil. Und schon wieder klitschnass. Wie immer, wenn Quicklington in der Nähe ist. Das wird sicher eine klasse Show. Hä? Wusstest du das eigentlich? James ist der große Star. Er tanzt am Ende das Finale. Oh, ich wette, dass das spektakulär wird. Ich bin ein kleines bisschen nervös, Mandy. Keine Sorge, James. Du wirst super sein. Gar keine Frage. So als Superfröschchen. So als Superfröschchen. Was war das, Norman? Naja, ich wäre viel besser als Fröschchen-Star. Das ist doch kinderleicht, dieses Flossengezappel. Unsinn. Das ist es nicht, Norman Price. Aber ich könnte das viel besser. Es gibt nur einen Star in dieser Show und das ist James. Und er wird das unglaublich gut hinkriegen. Aber bestimmt nicht, wenn ich etwas nachhelfe. Fertig, jetzt sitzt er fest. Der sogenannte große Star der Show. Das erste Feuer ist gelöscht. Ja, ich kann sagen, dass es sich deutlich einfacher ohne Quicklington löscht. Kann ich den Knopf jetzt endlich drücken, Tom? Noch nicht, Elvis. Das Wasser ist ablassbereit. Aber wir müssen exakt über der richtigen Stelle sein. Ich sag dir wann. Quicklington! Da
Bei diesem Wetter ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Sicht ist wirklich minimal. Wir halbieren die Geschwindigkeit und fangen mit der Suche östlich des Pondipendi-Islands an. Over. Wo wollen wir denn jetzt hin, Dad? Na, wir helfen Ihnen, Tom zu finden. Die Sicht ist noch viel schlechter, als ich befürchtet habe. Und dazu eine starke Strömung. Motorengeräusche. Ich bin hier! Hallo! Ich bin hier! Hört ihr mich nicht? Ich sehe hier keine Spur von Tom auf dem Radarschirm. Toms Boot ist sicher zu klein für das Radar. Dann also immer Augen und Ohren offen halten. Hoffentlich finden wir ihn. Anscheinend hören sie mich nicht. Oh. Hey! Ich bin doch hier! Hey! Da hört mich denn keiner! Hey! Was würde ich nur drum geben, hätte ich jetzt den Hubschrauber? Der Wind kommt aus Nordwest. Die Tide kentert in etwa 3 Stunden. Und es gibt eine Strömung, die hier lang geht. Hier, da sollten wir Tom finden. Und Sam sucht in dieser Gegend hier. Das ist völlig falsch. Völlig falsch? Sam! Sam, bitte melden! Charlie, was ist denn? Ihr müsst euren Kurs ändern. Tom sollte sich westlich des Pondipendi Islands befinden und auch erheblich weiter vom Strand weg. Bist du absolut sicher, Charlie? Ich fische hier schon seit Jahren, Sam. Und ich bin so sicher, wie man als Fischer von Pondipendi nur sein kann. Penny, Ben, ihr hört, was Charlie sagt. Wir ändern den Kurs. Verstanden, Sam. Haltet euch gut fest. Werden wir Tom wirklich da finden, wo du sagst? Das hoffe ich sehr, Sarah. Und wie ich das hoffe. Ich glaube, sehr viel länger halte ich das hier nicht mehr durch. Ein Geräusch? Das ist ein Boot? Hey! Hey! Ja! Ihr seid die Größten! Ihr habt mich gefunden! Bitte schön, Tom. Vielen Dank, Leute. Ich dachte schon, dass ich zurückschwimmen muss. Das hast du Charlie zu verdanken. Er hat uns gesagt, wo wir dich suchen müssen. Ahoi, Leute! Danke, Charlie. Wärst du nicht gewesen, würde ich da noch wie ein Schluck Wasser rumhängen. Du hast es echt drauf. Na, ich schätze, mir ist dann heute doch noch irgendwas geglückt. Unser Vater ist der Größte. Er ist der coolste Dad aller Zeiten. Alle, die das auch finden, stoßen ins Horn. Passt auf, genau so flechtet ihr dann die Zweige zusammen, klar? So, ihr fangt jetzt mal an, eure kleinen Figuren zusammenzubauen. Und wir fangen an, unser Riesenteil zusammenzubauen. Ich mache eine Schildkröte. Was machst du, Sarah? Ich mache lieber ein Eichhörnchen. Sorry, wir brauchen die. Wieso denn? Ja, und die hier auch. Aber womit sollen wir denn jetzt was flechten? Unsere Zweige haben sie auch alle genommen. Und meine. Über einen Meter ist er schon groß, Mann. Bald haben wir einen Bären, der viel größer ist als alles, was die wilden Männer von Newton je bauen könnten. Aber für so ein Ding brauchen wir noch mehr Zweige. Kommt her, Leute. Holen wir zusammen den Rekord. Solange wir auch noch unser Weidenflechtabzeichen bekommen. So, Pfadfinder. Das wird mit Abstand der allergrößte Weidenflechtbär der Welt, klar? Ja! Kannst du sie nicht übertrumpfen, häng dich dran. Sagt man doch, oder? Nein! Okay, Sam! Ich hab was entdeckt, was wir machen könnten. Wir überprüfen die Batterien in den Rauchmeldern. Gute Idee, James. Es kann lebensrettend sein, dass Rauchmelder wirklich funktionieren. Verstanden. Gut. Oh, nein. Na, und? Was sagt ihr? Hä? Er ist fantastisch. Ein wirklich beeindruckendes Werk. Gut, hä? Wild und groß. Wild genug für... Die wilden Männer von Pondipendi. Rawr! Wir sollten ihn fotografieren. Eine echt klasse Idee, Mandy. Und dazu stellen wir uns alle gleich hier vor dem Bären auf. Mal sehen, was passiert, wenn die wilden Männer von Newtown das sehen. Etwas weiter zurückgehen
Und nicht so steif. Yay. Ja, bleibt genauso stehen. Und ihr macht alle... Bei allen Grizzlies. Vorsicht! Die rufen lieber Feuerwehrmann Sam. Keine Chance. Das Funkgerät liegt im Zelt. Ich werde in die Rettungsstation laufen und von da rufe ich Sam. Gut, Trevor und ich werden alle in Sicherheit bringen. Kommt, Kinder. Oh, na, ich hoffe, das Feuer breitet sich nicht in den Wald aus. Pass doch auf, Norman. Oh nein, jetzt habe ich meinen Beutel verloren. Das kann ich ganz sicher erwischen. Oh nein, jetzt ist meins auch noch weg. Jetzt treiben wir weg. Wir haben nur noch eine Chance. Hilfe! Also dann, beeilt euch. Hey, hört ihr das? Das sind Norman und Derek. Oh nein. Sam, schnell! Wir haben keine Ruder mehr. Hallo, hier. Oh nein, wir treiben weg. Die Strömung. Los, packt das Seil. Danke, Feuerwehrmann Sam. Dankeschön. Ihr zwei solltet wirklich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Entschuldige, Sam. Onkel Sam, sieh doch mal da. Oh nein, wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Wo sind denn die Patschen? Die was? Die Feuerpatschen. Ach, also, das kann ich dir sagen. Die hatten wir als Paddel benutzt. Das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, trieben sie im Wasser. Das ist alles Normans Schuld. Es ist völlig egal, wessen Schuld das war. Wenn wir nicht sehr bald dieses Feuer löschen, dann wird es sich ausbreiten. Und zwar schnell. Es ist nichts gebrochen. Nur eine starke Prellung. Das ist ja noch mal gut gegangen. Was um alles in der Welt ist denn hier los? Tja, wir haben trainiert. Ach, ich hoffe, dass sich vorher auch alle aufgewärmt haben. Nun, ich... Mit langsamen Steigerungen? Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Eine Sekunde. Was denkt ihr euch eigentlich, wo ihr hin wollt? Unter keinen Umständen sind diese Leute einsatzfähig. Ja, und dieser Brand in den Wäldern? Ich fürchte, Sir, den können nur wir noch löschen. Was? Oh, ja, wir. Ich hole nur noch schnell meinen Helm. Geht möglichst weit zurück. Die Feuerwehr wird bald kommen. Hierher! Wo sind denn die anderen, Sir? Das erkläre ich später, Sam, aber jetzt sind wir hier und einsatzbereit. Alles klar. Bringen wir erstmal das Feuer unter Kontrolle. Sie nehmen die Schläuche und ich die Feuerpatsche. Ich habe schon überall angerufen. Nirgendwo ist noch ein großer Tannenbaum aufzutreiben. Aber die Leute verlassen sich doch alle auf uns beide, Sam. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Ja, Penny? Sam, es ist ein schwerer Schneesturm hierher unterwegs. Verstehe. Ruf Moose an, damit er dafür sorgt, dass keiner in den Bergen ist. Ich bin gleich bei euch. Und der Weihnachtsbaum, wir haben noch keinen. Den Baum müssen wir leider erst mal vergessen, Frau Chen, weil hier ein schwerer Schneesturm aufzieht. Gehen Sie jetzt lieber nach Hause. Okidoki, Penny. Ich schnapp mein Zeug und schau da oben nach. Oh, alles ist verschneit. Ja, so richtig weihnachtlich. Und wo ist jetzt unsere magische Zauberweihnachtsüberraschung? Seht mal, die ist da oben. Denn wir machen heute alle eine magische Zauberschlittenfahrt. Yay! Irgendwen entdeckt, Moose? Nein, bisher niemanden, Penny. Ich suche trotzdem mal weiter. Sind wir nicht endlich mal da?
Der Schlitten steht gleich hinter der nächsten Bergkuppe. Und es wird doch ganz bestimmt magisch und weihnachtlich, Opa. Oh ja, und das wird euch richtig gefallen. Es ist der absolut zauberhafteste und beeindruckendste Schlitten, den die Welt je gesehen hat. Also ich würde den nicht unbedingt zauberhaft und beeindruckend nennen. Viel eher schon total furchtbar. Oh. Aber ich wette, der ist ganz schön schnell. Oder, Opa? Allerdings. Dieser Schlitten wird bald so schnell, ihr denkt, ihr würdet fliegen. Na kommt schon, steigt ein. Also, das fühlt sich gar nicht so richtig weihnachtlich an, weil ich jetzt einen dicken Holzsplitter im Hintern hab. Gut festhalten, bitte. Es geht los. Oh. Es weht ein starker Wind. Ich mag keinen Wind. Ich fürchte, das wird ein Schneesturm. Los, steigt alle aus. Nicht, Mutter! Komm zurück! Schnell wieder zurück ins Tal. Aber wir können ja gar nicht sehen, wo es lang geht. Und es ist so schrecklich kalt hier. Das ist die schlimmste magische Zauber-Weihnachtsüberraschung aller Zeiten. Was zur Bärentatze? Butler? Seit wann steht der Zug da? Wo ist Gareth? Weißt du was, Butler? Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht.